Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine Freunde. Weiter geht's mit dem kleinen Mini-Part wieder bestimmt. In tiefster Nacht. Der St. James, dem berüchtigten Freibeuterschiff, hinterherjagen. Diese maritime Mission starten aber sicher doch. Wahrscheinlich wieder so eine ganz kleine Mini-Mission. Wahrscheinlich wieder so ein kleiner 4-Minuten- oder 3-Minuten-Part. Ole, ole, ole. Naja, was soll's. Ostküste auf jeden Fall. Naja, obwohl, ich glaube, der Part wird ein bisschen länger wegen. Das Schiff sieht ganz schön groß aus, oder? Kann das sein, ja? Ist schon auf jeden Fall etwas größer. Der Part dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Obwohl, ist es das einzige Schiff, dann dauert der Part auf jeden Fall nicht lange. Kein Plan. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So, komm, 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 komm. Oh ja, schon mal alle zerstört fast hier. Und die flichten diese Schweinehunde, ey. Finde ich gar nicht geil. Na, wartet, ey. Die flichten einfach diese Sauhunde, ey. Ist das zu glauben? Ich sollte das, glaube ich, doch nicht so machen, von wegen gleich immer attackieren. Das hieß ja auch, von wegen das Schiff hinterherjagen und alles Mögliche, aber irgendwie wollte ich das gleich hier zerstören. Und das war ein Felsen. Oh ja. Aber ich sehe auch gar nichts. Ja, das ist alles viel zu dunkel und alles Mögliche. Oh Mann, Alter. Und irgendwie haben wir gar keinen Turbo hier gerade drin. Ey. Gefällt mir mal so gar nicht. Das Schiff ist gleich weg, ey. Wie gesagt, der Part wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Scheinbar. Außer wenn das Schiff gleich anhält und dann sich auf ein Battle einlässt. Dann ist es nämlich gleich tot. Beziehungsweise kaputt. Noch Mann, ey. Warum sind wir denn hier so lahm? Runter auf halbes Segel. Komm nochmal volles Segel. Vielleicht bringt's ja was, nochmal das kurz wechseln. Alter! WTF! Feuer frei! Geht ab, ey. Köpfe runter! Wow, 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 wow. Sie haben uns getroffen! Feuer! Nicht gar nicht geil, ey. Drehwaffe, Feuer! Nur ein paar Sekunden! Na komm, schieß! Und Feuer! Alter, wie viel sind denn hier bitte? Die beschießen sich gleich selber, pass auf. Breitseite abgeben! Runter! Runter! Naja, hat nichts gebracht irgendwie. Kurz runter zu gehen. Noch nicht! Schieß! Komm! Und Feuer! Jawohl! Und Feuer! Alter, es ist gar nicht so geil, dass hier einfach mal so viele sind. Wie viele Schiffe hier sind, ne? Feuer! Ja, gar nicht klar, ey. Schieß! Das ist total übertrieben schon, ey. Drehwaffe, Feuer! Aus dem Gegenwind, Captain! Ruhe! Feuer! Und Feuer! Auf meinen Befehl! Das ist mein Schiff. Ah, Mann, Alter. Na, nehmen wir das Schiff eben jetzt gleich hier. Bloß überhaupt nicht getroffen, ey. Das ist ja echt toll. Leben nur noch drei. Oh Gott, ey, wie viele Kanonenkugeln die rausschießen, ey. Geht ja gar nicht klar. Ja, wie viel, Mann. Ich komme da gar nicht zum Zug gerade, ey. Jawohl. Ist down, ey. Und der andere auch gleich, ey. Jawohl. Meine Fresse, ey. Und Feuer! Jawohl! Na geht doch, ich dachte schon, wir kacken jetzt hier ab, ey. Mein lieber Scholli, ey. Wie viele Schiffe das da einfach waren. Das waren insgesamt 13 Schiffe, ey. In tiefster Nacht auf jeden Fall geschafft. Hammergeil. Mission beendet. Volle Synchro sogar erreicht. Keine Ahnung, was das eigentlich
War, damit wir volle Synchro erreichen, kein Plan. Na egal. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Sehr nice. 5 Minuten ging der Part, wie gesagt, etwas länger. Dachte ich mir schon, wegen so ein Riesenschiff und dann kam auf einmal noch andere kleine Schiffe und naja, auf jeden Fall werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker, bye!